Das Dressur- und Springturnier des Morima Reitclubs hat am Freitag mit den Reitpferdeprüfungen begonnen. Die ersten Schleifen für eine erfolgreiche Teilnahme sind schon vergeben worden. Das Turnier wird an diesem Sonnabend, den 11. April, ab 9.30 Uhr fortgesetzt mit Stilspringprüfung Klasse A. Es folgen Springprüfung Klasse A ab 11.15 Uhr und um 12.45 Uhr. Stilspringprüfung Klasse L ab 14.15 Uhr, Springprüfung Klasse L ab 16 Uhr, Springprüfung Klasse L mit Siegerrunde ab 17.15 Uhr. Zum Abschluss steht das Morima Jump and Run an.